Warum ist er weg? Weil ich gestorben bin oder wie? Das finde ich aber uncool. Hier ist ja so eine komische Säule. So eine komische Apparatur, wovon ich keine Ahnung habe, wofür die eigentlich immer gut sind hier, die hier rumstehen. Komme ich aber früher oder später auch noch hinter. Was das mit diesen Apparaturen auf sich hat. So, so, ich will eigentlich da oben hoch, weil ich versuche von oben irgendwie in das Dorf mal zu gucken. Oder irgendwie von da oben irgendwie reinzukommen in das Dorf. Da ist wieder so eine komische Apparatur. So, hier haben wir noch mehr Apparaturen. Was ist denn hier für eine Säule? Das Olympische Feuer oder was? Eine Kugel, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Oder sollen das einfach nur irgendwelche Designerlampen sein? Diese komischen Dinger, die hier rumstehen. Und hier muss bestimmt irgendwie was rein, oder wie? Da liegt doch was drin, oder? Liegt da was drin? Soll ich hier was spenden oder so? Das ist so eine Art Gabentisch? Liegt da was drin oder sind das so Grafikfehler? Irgendwas liegt da drin halt, ne? Ist halt die Frage, ob das irgendwas ist, was bedeutet oder wie auch immer. Alter, wo ist denn das blöde Dorf? Das Dorf ist ganz unten, ne? Warum bin ich denn so weit hochgelaufen? Verdammt! So, irgendwo hier muss doch eigentlich gleich mal das Dörfchen sein von denen. Wir haben die Dorftoten drin oder was? Oder wie oder wo? Ne, warte mal, dort, da war ich doch schon drin. Da war doch nichts. Da war gar nichts unten. Gut, das heißt, ich sollte am besten mal irgendwo hinlaufen, wo es qualmt. Weil da ist dann auf jeden Fall so eine Spendendose und dann wird da ja auch definitiv ein Dorf sein. Aber wo qualmt das jetzt hier? Jetzt bin ich natürlich total in der Valla Pampa hier. Man könnte auch einfach mal der Straße folgen. Weil die komischen Kreaturen, die laufen ja auch alle hier längs, ne? Mein Beutel ist voll, das ist natürlich ärgerlich.
Man hat ja hier schon irgendwo so halbwegs eine geile Aussicht, ne? Beutel ist voll, vergiss es, Jung. So. Aua, das war nicht geplant. Du Kasperletheater. Warum kann ich nichts essen? Warum springt er denn nicht zur Seite, ey? Oh, diese Kamera, ne? Ey, die Kamera, die fuckt mich an, ey. Kommt der nächste Kollege. Ja klar. Können Sie mich verarschen, ey. Alter. Mann, jetzt sind wir mal auf zum Mampfen, hau doch mal ab hier. Die sollten dringend diese dreckige Kamera, die sollten sie echt überarbeiten. Ich finde die ever never schlimm, die Kamera. Die ist so schlimm. Das ist nicht lustig mit der Kamera. Die ist echt nervig, aber nicht hilfreich. Da habe ich echt schon bessere Spiele gehabt in der Kameraführung, aber die Kamera hier, die ist never ever schlecht. Ganz schlecht. Ja, warte mal, von da bin ich doch jetzt gekommen, oder? Mann, wo gibt's denn hier mal eine Spendendose? Damit ich weiß, wo hier ein Dorf ist oder wie auch immer. Was haben wir dort? Was haben wir hier? Moin. Okay. Es würde mich immer interessieren, was das für Apparaturen hier mal sind. Interagieren. Interagiere ich mal. Was habe ich jetzt gemacht damit? Hä? Was passiert denn dadurch? Hä? Ach so, warte mal. Warum sind jetzt die Dinger da angegangen? Okay, warte mal. Wie ging denn das nochmal mit der... Wie nehme ich denn nochmal die Zwille in die Hand? Nee. Jetzt stehe ich in der Luft. Auch gut. Wie nehme ich denn nochmal? Das ging noch irgendwie so.
Genau, so war das. So, warte mal. Warum leuchten denn die Dinger da auf, wenn ich den Hebel da drücke? Kapiere ich nicht. Kannst ja auch nicht drücken. Oder ist da drin Eis, dass man das auftauen muss? Ich habe keinen Schimmer hier. Ich verstehe diese Apparaturen auch nicht, was die sollen. Egal. Ich werde da schon irgendwann hinterkommen. Was das mit diesen ganzen Gerätschaften hier auf sich hat. Irgendwann. Komme ich denn da rein? Da kann man rein. Interessant. Wie komme ich da rein? Das kriege ich später noch, das Zeug zum Bedienen, okay. Also im Laufe der Story quasi. Naja, ist aber irgendwo logisch, weil mir das bisher noch nicht erklärt wurde, was das mit diesen ganzen Apparaturen auf sich hat, weil die sehe ich ja jetzt ja nicht zum ersten Mal. Die habe ich jetzt ja schon des Öfteren hier im Spiel gesehen, wo ich mich frage, ja, was hat man davon? So, ich hätte ganz gerne ein bisschen Rauch, damit ich sehen kann, wo hier das nächste Dorf ist. Hier oben muss es da irgendwo ein Dörfchen geben, das kann doch nicht. Wohnt hier oben denn kein Kasperle? Wenn du mal Rauch suchst, ja, und wenn du mal ein Dorf suchst, dann findest du keins. Suchst du mal keinen Rauch und suchst du mal kein Dorf, dann läufst du kontinuierlich an so einem Spendenkopf vorbei, weißt du? Aber auf jeden Fall suchst du mal was. Und da läuft doch einer. Wenn hier einer läuft, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wie wechsle ich jetzt nochmal auf mein Schild, genau. Richtig. Weil der wird ja irgendwo hinlaufen in irgendein Dorf. Oder? Ich komme! Schnauze! Von hinten! Aua! Oh. Ja, komm her, komm! Lass uns. Ja, komm! Aber nicht so schnell! Hallo, ich bin hinter dir! Wenn du das nicht gemerkt haben solltest! Ganz ruhig, mein Junge. Ganz, 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 ganz ruhig. Wieso blockst denn du jetzt mit dem Schild, ey? Da macht aber auch einen ganz schön. Der haut aber auch eine Keule raus hier, ne? Wow. Was fresse ich denn da die ganze Zeit? Das bringt ja kaum Heilung, das Zeug. Alter. Ey, nicht heilen. Das läuft nicht, du Cheater. Hör auf, du.
Aua, wenn der einmal zuhaut, dann haut er aber auch richtig zu, ne? Uah! Jetzt hör auf zu blocken, du brauchst nur noch einen Schlag, Mann! Hollowitzka! So, Sammlerabzeichen finde ich ja wirklich wie Sand am Meer hier. Gut. Ja, ich habe auch eine Karte, das ist richtig. Aber die Karte, die muss man erstmal an sich irgendwie ein bisschen verstehen, ja? Denn leider hat die Karte keinerlei Tooltips. Außer, dass sie überall, das sind Spendenkörbe, das habe ich mittlerweile rausbekommen. Das sind, glaube ich, dann die Dörfer hier oder so, keine Ahnung. Und dann gibt es da noch etwas, keine Ahnung. Weil hier fehlt so ein bisschen an Beschreibung auf der Karte, finde ich. Das sollten Dörfer sind, das weiß ich, aber ich bin jetzt ja gerade am gucken. Hier oben muss es doch eigentlich auch irgendwie was geben. Was war denn das da, was er da geklaut hat? Diamant oder was stand da? So, dort ist ein Dorf, der Qualms. Da gibt es einen Spendenkorb. Also sind wir hier schon gar nicht mal so verkehrt. Ich muss nur nach unten. Hinten Qualms auch. Weil der ist am nächsten dran, der Spendenkorb. Das heißt, dass da unten irgendwo ein Dorf sein muss. Das heißt, ich gehe ja mal komplett irgendwie nach unten. Die Zelte sind Dörfer, okay. Aber in so einem Dorf werde ich das sowieso nicht lange überleben. Ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen soll in so einem Dorf. Da reinkommen ist das eine. Überleben ist das andere. Und wenn ich da so ein Wächter umnudeln soll, stelle ich mir nicht unbedingt so einfach vor, wie man sich das denkt. So, wenn da der Spendenkorb ist, muss das Dorf hier irgendwo in der Nähe sein. Was ist denn das da hinten? Der Häuptlingssessel ist das da, glaube ich, ne? Oder? Ist das das Dorf da? Ne, wäre ja ein bisschen lütt. Wäre ja ein bisschen sehr klein. Aber im Dorf bin ich schon vorbeigerannt, ne? Das Ganze hier ist das Dorf, oder? Kann das sein? Oh Gott, da kommt gerade einer hochgekraxelt. Versteck mich mal hier hinterm Baum. Ne, Glück gehabt, sieht er mich nicht. Ist er jetzt umgedreht, oder was? Muss ich mal gucken, wenn ich den Wächter finde, vielleicht kann ich ihn irgendwie rauslocken.
Damit ich mich alleine mit dem vergnügen kann, ohne dass ich jetzt großartig mich mit den anderen Konsorten da anlegen muss. Ja, komm mal her, komm rauf hier. Komm, zacki. Zicke, zacke, ticke, tacke. Ja, komm, hier oben. Ja, 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 Mann, ist so schnell, du. Wow. Alter, du bist aber auch ein ganz schön hartnäckiger Klumpen, muss ich sagen. Ey, hör auf dich zu heilen, Alter. Mann. Ey, du machst aber auch einen ganz schön Schaden. Oh. Aua. Fuck it, ey. Ich sehe hier gar nichts. Komm jetzt aber, nein, hör auf zu blocken. Meine Fresse, war so anstrengend, ey. Was hast du denn alles hier, Altholz? Oh, das war ein Wächter, sehr schön. Haben wir endlich ein Wächterabzeichen, jetzt brauche ich nur so ein Sammlerabzeichen. Quatsch, kein Sammler, sondern ein Händlerabzeichen brauche ich jetzt nur noch. Dann war das auf jeden Fall ein Wächter. Es ist halt die Frage, wo kriege ich jetzt ein Händlerabzeichen her? So, wir mal vorsichtshalber mal kurz speichern. So. Händlerabzeichen liegt ja, glaube ich, auf der Hand. Ihr müsst aber den Händler killen, der hier im Dorf ist, oder? Der Händler, der wäre wo? Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben sie mich alle gesehen, ne? Ach du Scheiße. Jetzt haben sie mich alle gesehen. Das ist nicht so dolle gelaufen. Wow, 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 Kollegen, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz entspannt hier bleiben. Aua. Na, 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 nicht so heiß sehe ich. Mann, hau mich dann immer. Ja, nix. Nix. Jetzt kommen sie von allen Ecken hier. Ach, lecko mio, ey. Die Händler laufen außerhalb der Dörfer rum. Okay, dann kann ich mich aber vom Acker machen. Weil hier ist gerade ganz schön Action. Oh, ich gehe ja wieder. Leute, entspannt euch. Geht schlafen. Händler sind doch, glaube ich, die mit den großen Körben, oder? Gut, jetzt haben wir keine Agro mehr. Sehr schön. Hm.
Ja, jetzt müssen wir nur noch ein Händlerzeichen kriegen. Nachdem ich genügend Sammlerdinger habe und Wächterdingens, fehlt nur noch ein Händler. Der Händler wird ja, denke ich mal, wenn überhaupt, wahrscheinlich irgendwo hier an der Straße irgendwann vorbeigedachselt kommen. Denke ich, hoffe ich. Was ist das? Das ist der Spendenkorb hier. Die mit dem vollen Körben, ja. Ob ich sowas sehen kann, wer jetzt einen vollen Korb hat, ist eine andere Geschichte. Gerade ich, der eh so blind ist. Gut, juckeln wir mal hier auf dem Weg rum. Wenn sie irgendwo rumlaufen, dann wahrscheinlich hier eher auf dem Weg und so. Weil hier würde ich dann bleiben, weil diese Gegner hier sind relativ einfach zu handhaben hier. Die spucken nicht und machen sonst endlich kaum was. Muss halt nur noch gucken, wo dieser Wächter lang gekaspert kommt, ne? Der ist ein Händler. Leider kann man sie nicht anrufen und sagen, hey, komm her, ich brauche was. Teleshopping gibt es ja nicht. Man könnte natürlich auch einfach hier doof warten und irgendwann kommt wahrscheinlich mal ein Lankekrebs hier. Kollege, dich habe ich gesehen. Komm du mal her, was bist du denn für einer? Hey, du da? Warum kann ich jetzt nicht mit dem Schwert hauen? Was soll denn der Scheiß? Ich muss das Schwert erstmal ziehen. Oh, ganz ruhig. Ja, die Gegner sind echt entspannt einfach. Wenn der Knödel sich nicht überheilen würde. Gute Nacht, schlaf gut, mein Junge. So, was hast du denn alles hier?